Hi Leute, Forti hier. Willkommen zurück zu Resident Evil 2 Remake. Es gab einen kleinen Unfall hier bei mir mit meiner Aufnahme. Ich hatte irgendwie gestartet und dann hatte mein Programm aber irgendwie nicht wirklich aufgenommen. Und deswegen habe ich jetzt eine kleine Lücke sozusagen. So viel ist das nicht passiert. Ich bin immer noch in dem Bereich, der in der Demo auch vorkam. Ich suche jetzt hier nach einer Schlüsselkarte und nach diversen anderen Geschichten, die mir weiterhelfen beim Öffnen dieser Schließschränke. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, dass die, also die es gibt halt Schließschränke oder Spind. Ist hier drin? Okay. Ach da, der Typ ist aufgestanden. Ja, wusste ich doch. Na? Ist ein bisschen lästig, dass man den Zombies halt mehrmals in den Kopf schießen muss. Und dann kommen die trotzdem noch zu sich. Gelatsch. Ah, hier ist noch was. Der erste Einsatz des Anfängers. Leon S. Kennedy. Okay. Okay. Na toll. Ich glaube, mir wird gerade bewusst, dass man sich diese ganzen Schriftstücke wirklich genau angucken muss. Denn, ah nee, alles klar. Ich dachte, dass die nur quasi einmalig da sind, dass man die einmalig lesen kann und das war's. Aber nein. Ihr Auftrag, öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialen unserer Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlösser. Ein pro Schreibtischseite. Öffnen Sie beide. Ihre erste Aufgabe besteht im Grunde darin, sich die Namen Ihrer Kollegen einzuprägen. Die Kollegen liegen wahrscheinlich tot hier in der Gegend rum. Woher weiß ich, wie sie heißen? Steht das vielleicht irgendwo? Jetzt geht das natürlich los mit dem Einsatzbericht. Officer Phillips. Elliot. Elliot. Aber da kann ich ja nur drei Buchstaben eingeben. Marvin? Marv? Ja. Und David. David Ford. Elliot Edward. Die Namen stehen ja oben drauf. Rita. Keine Ahnung. Okay, das müssen wir, glaube ich, nochmal lesen. Erster Einsatz des Anfängers. Hier auf, öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialen. Die Initialen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlösser. Ein
Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Also Initialen ist klar. Zwei Schlösser auch ist klar. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Ach so. Wie heißt der Fritz hier? Also D, E, N. Ich glaube, das war eine lange Leitung hier, aber... Es gibt kein D. Also N-E-D. So. Haha. Ganz so blöd bin ich dann auch nicht. Auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert. Tatsächlich ist das so, ja. Also M. R. Da ist der letzte. Ach, komm. Ist das George? G. Also M-R-G. Easy. Schnelllader. Nice. Für was? Für die Pistole hier, oder was? Kombinieren. Customizer. Ja, nice. Einen Weg in den Untergrund finden. Immer noch. Ja, stimmt. Ja. Okay. Ein nicht entwickelter Film. Gut, das war schon mal das erste Rätsel, sage ich mal. Wie gesagt, am Anfang stand ich tatsächlich auf dem Schlauch. Und das wird, glaube ich, häufiger noch passieren. Ich habe manchmal eine lange Leitung. Aber gut. Irgendwo muss es eine Schlüsselkarte geben. Woher soll man wissen, wie die Kombinationen vom Safe sind. Die gibt es auch irgendwo. Naja, in der Zeitung werden die wohl nicht stehen. Das war ja der Typ hier. Hat er einen Namen oder irgendwas? Keine Ahnung. Toter Typ ohne Kopf. Es war, glaube ich, jetzt auch nicht der erste Safe, der zu war. Ne? Na gut. Geht's hier eigentlich weiter? Ah ne, hier ging es, glaube ich, nicht weiter. Ja. Okay. Hier in dem Mantel hatte ich schon gesucht. Ja, da müssen wir irgendwie wieder raus. Hier war auch nichts mehr. Hier war ich schon drin. Hier geht es nicht weiter. Hier, diese Tür habe ich noch nicht geprüft. Die ist zu. Mist. Safety Deposit. Na gut, dann schauen wir hier nochmal rein. Ja, irgendwo fehlende Tasten. Dann die Chipkarte für die Shotgun hinten. Wo gab es die bloß? Ich hab's vergessen. In der Demo hatte ich die irgendwo gefunden, meine ich. Ja. Schlechtes Gedächtnis, würde ich sagen.
Okay, dann müssen wir mal hier gucken. Ein Messer habe ich jetzt nicht mehr. Alter, wo schieße ich hin? Das ist die Sensitivity. Ich glaube, ich muss besser zielen, ey. Die Munition ist ja auch hier nicht umsonst. Und vor allem nicht unendlich. Ich glaube, ich wurde auch einmal schon gebissen, oder? Alter. Unklar, wie kann ich so daneben schießen? Alter. Ich glaube, ich bin besoffen hier oder so. Vier Schuss. Glückwunsch, Alter. Hier ist Holz. Da ist auch noch so ein Busch. Den kann ich erstmal stehen lassen. Benutzen. Nice. So, was gibt's hier? Ein neuer Raum. Und vier Schuss. Heilwirkung von Kräutern. Ah, da war was. In dem Originalspiel von 98 gab es auch irgendwas mit diesen dämlichen Kräutern. Also da musste man halt irgendwas kombinieren. Seit Beginn, tralala. Grüne Kräuter heilen einfache Verletzungen, während blaue Kräuter seit langem als Gegengift eingesetzt werden. Okay. Was die roten Kräuter betrifft, so sehen sie zwar schön aus, besitzen jedoch keine Heilwirkung. Zumindest dachte man das bislang. Es ist allgemein bekannt, dass man durch die Kombination von Heilkräutern Mixturen erhält, die deren Wirkung steigern. Und wie wir herausfanden, spielen die roten Kräuter dabei eine zentrale Rolle. Einem Doktor, der bla 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 bla, die Mischung von blauen und roten Kräutern eine Mixtur, die die Konstitution stärkt. Tatsächlich stehen wir gerade erst am Anfang der Forschung. Also blau und rot mischen, Konstitution stärken. Oh, shit. Ist da hinten oder wo? Oh yeah. Ein bisschen Munition. Was ist das? Schießpulver. Und dann ist meine Munition, mein Dingens hier schon voll. Komm, ich brech das mal ab und lass die da liegen. Ich weiß ungefähr, wo sie liegt. Die Büchse da. Hier kann ich speichern. Okay. Dann machen wir das mal. Es gibt nämlich keinen Autosave. Stand am Anfang. Oh, hier ist eine Truhe auch. Guck, guck. Aha. Siehst du, das kann ich nämlich verstauen. Also momentan, ich weiß gar nicht, gemischte Kräuter, diese Mixtur aus grünen Kräutern stellt eine mittlere Menge Gesundheit wieder her. Also das würde ich, glaube ich, erstmal behalten. Den Film vielleicht verstauen, wichtiges Objekt. Oder kann ich den in irgendeine Kamera oder sowas benutzen? Ich guck gleich mal. Auf jeden Fall Schießpulver. Kann ich mit dem Schießpulver jetzt schon was machen? Untersuchen. Standard, wenn man zwei Einheiten davon kombiniert, erhält man Pistolenmunition. Ja, siehst du mal. So. Kombinieren. Mit dem. Nice.
Kombinieren. So, komm mal noch voran hier. Es gibt hier irgendwie eine Kamera. Oder mehrere. Damit kann ich aber nichts machen, richtig? Dann habe ich hier noch ein bisschen grüne Kräuter zum Heilen. Der Film ist Beweismaterial. Nicht liegen lassen. Oh, blaue. Oh, also das ist rot. Ja gut, ich bin farbenblind. Okay. Rotes Kraut und blau und ein grünes, glaube ich, war das. So, was kann ich hier tun? Hier kann ich den Film entwickeln. Herausnehmen. Ja, man muss hier ein bisschen viel klicken, aber das ist nicht schlimm. Benutzen. Erinnerungsfoto. Ich habe ein Foto entwickelt. Ist das nicht geil? Es ist irgendein König. Wo ist es hin? Toll. Ich habe das Foto entwickelt und dann ist es weg. Achso, dann habe ich das wahrscheinlich hier irgendwo unter meinen Dokumenten. Ah ja, da ist das Erinnerungsfoto, alles klar. Gut, dass das nicht auch noch mein Inventar hier verbaut oder zumüllt. Okay, dann würde ich sagen, wir safen hier nochmal. Yep. So. Ich könnte jetzt natürlich noch dieses rote und grüne Kraut kombinieren. Was kann ich dann daraus? Das muss ich mir nochmal hier. Heilwirkung von Kräutern. Rot. Warte. Also Blau und Rot. Konstitution stärken. Das heißt, ich behalte das mal. Das rote Kraut. Untersuchen. Okay. So, auf geht's. Alter. Warnung. Schön, dass der mich jetzt gebissen hat. Alter. Das ist halt die Panik gewesen, ja? So, jetzt kann ich versuchen, was das Spray macht. Also einmal benutzen, ist weg. Es bewegt sich, es zuckt. Also der Zombie meine ich. Okay. Gut, dann nehme ich das andere Spray auch noch raus. Oder hier ist ja noch grünes Kraut. Benutzen. Wie konnte ich den. Ich habe ja aus diesem grünen Kraut auch dieses. Dieses Pulver hier erstellt. Und ich kann das auch nicht benutzen. Egal. Ich. Ja, ich weiß nicht. Soll ich jetzt das Pulver. Das Spray mitnehmen? Ich habe Angst. Komm, ich nehme die. Ich pack die Kräuter wieder in die Kiste. Ich kann die jetzt momentan nicht hier verwenden. Obwohl, ich habe ja auch Spieladen. Genau. Dann muss ich ja den Zombie halt noch mal besser töten. So kann man ja auch vorgehen, dass man Munition und so weiter spart, indem man sowas hier macht halt.
Das war ein Headshot und der ist tot, oder was? Vorhin habe ich da fünf Magazine gefühlt reingeballert. So. So brauche ich auch kein Spray. Aufbrauchen. Gut, ich laufe erstmal hier wieder hoch und gucken wir mal, was es hier noch gibt. Munition. Nice, so wird das doch was. Alter, hier gibt es immer mehr Gänge und Zimmer und alles. Rotes Kraut. Ja, es ist mein ganzes Inventar voll mit Kraut hier. So ein bisschen was dampfen, ha? Ja, apropos Dampf. Ich befürchte mal. Was haben wir denn da? Tragbarer Tresor? Was kann man damit machen? Wichtiges Objekt. Puh. Anleitung für tragbaren Tresor. Drücken Sie einen Knopf, um die entsprechende Lampe anzuschalten. Schalten Sie alle ein, um den Tresor zu öffnen. Die Knöpfe müssen in einer bestimmten Reihenfolge gedrückt werden. Wenn Sie einen falschen Knopf drücken, gehen alle Lampen aus und Sie müssen von vorne anfangen. Okay. Was? Leerer Schrank? Oh. Brandgranaten. Ich befürchte, wir müssen die irgendwann auch einsetzen. Alter Verwalter. Ja, aber das Inventar ist echt schon kacke. Ich kann ja mal einfach mal probeweise. Soll ich die Kräuter hier kombinieren? Diese Mixtur aus zwei verschiedenen Kräutern stellt die Gesundheit komplett wieder her. Und was ist das? Diese Mixtur stellt die mittlere Menge Gesundheit her. Ja, die Brandgranaten kann ich vielleicht erstmal noch liegen lassen. Na, schon wieder irgendwelche Schlösser. Oh. Alter. Dude, was zur Hölle tust du da drin? Ich befürchte, wir können da nicht reingehen, aber sollten da nicht reingehen. Ah, erstmal den Mist hier abschrauben. Ach Mensch. Wo ist denn, ja, wahrscheinlich der drin. Wie heißt der? Wie komme ich jetzt auf diese Schlosskombination? Also du weißt halt nicht, welchem Rätsel du zuerst hinterherjagen sollst, ey. Das ist, also zum Beispiel halt die Kräuter, klar, ne? Kann ich kombinieren zur Not, um einen Platz zu machen in meinem Inventar. Oder ich kann das auch einfach so aufnehmen. Inventar öffnen. Objekte untersuchen. Sie können Objekte im Inventar näher untersuchen. Okay. Ja, man muss jetzt irgendwie rausfinden, wie man das macht hier, ne? Okay. War ja gar nicht schlecht. Noch drei. Okay. Natürlich muss man sich die Kombination auch merken.
Hehe. Okay. Okay. Ja, ein bisschen rumspielen, dann geht das schon. So, jetzt haben wir hier irgendwas drin. Ersatzteil. Nice, das sind die Tasten, die wir brauchen. Aber nur eine. Super. Dafür habe ich jetzt hier ewig rumgemacht. Ja, was machen wir mit den Brandgranaten? Ich habe keinen Platz dafür. Ich könnte natürlich jetzt einen Platz machen, indem ich mir noch Pulverchen hier erstelle. Oder wir spielen noch ein bisschen an dieser Kombination hier. Ich weiß aber überhaupt nicht, auf welcher Basis. Ich brauche hier eigentlich irgendeinen Hinweis, ne? Warte mal. Was könnte denn ein Hinweis dafür sein? Geht die Uhr überhaupt noch? Es ist 10:30. Nö, bei mir nicht. Bei mir ist es gleich 12. Ja, wie lange kann ich denn hier spielen? Wahrscheinlich macht das keinen Sinn, daran zu spielen. Es gibt ja ein paar Kombinationen, die man da durchprobieren sollte. Hier hinten war ich schon, ne? Aber ein bisschen enttäuschend ist es schon. Wie heißt denn der Kollege hier? Ich habe schon gedacht, welcher Buchstabe ist denn hier auf allen drei vorhanden? Das ist natürlich möglich, dass es so einfach ist, aber. Depp. Oder? Moment, hab eine Idee, aber nee, das klappt nicht. Ich dachte vielleicht ADP für Raccoon City Police Department. APD, nicht ADP. Na gut. Schade, ich komme nicht drauf. Und ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal hier einen Cut und sehen uns dann im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und war nicht allzu langweilig, während ich hier Sachen ausprobiere und ein bisschen hängen bleibe. Daumen nach oben, haut rein und bis denn.